Du machst auch was in Richtung Coaching. Und da gibt es eine sehr spannende Sache, die jetzt praktisch so vor der Tür steht. Und vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Richtig, also ich habe immer wieder, ich bin seit vielen Jahren immer wieder in der Mongolei. Und die Mongolei ist für mich eines der faszinierendsten Länder. Es ist so eine der letzten großen Bucketlist-Destinationen für viele Menschen. Und es ist für mich zu einem echten Seelenland geworden. Und ich habe mir immer wieder überlegt, wie kann ich Coaching noch effektiver gestalten? Wie kann ich Menschen noch mehr auf die oder noch besser auf die gezielter auf die Reise zu sich selbst nehmen? Und da ist die Idee geboren, eben Coaching-Retreat-Reisen in die Mongolei anzubieten. Und Ende September geht es jetzt los auf die erste Reise. Es sind auch noch ein paar wenige Plätze frei. Und das ist eine Konstellation oder eine Mischung aus einer wirklich einmaligen Reise in die Weite der Mongolei, zu den Nomaden, zu den Adlerjägern. Also wirklich ganz tief in die Mongolei hinein. Und das kombiniert mit einer Reise zu dir selbst. Und es gibt, glaube ich, kaum ein intensiveres Arbeiten als in so einem Setting, wo du wirklich inspiriert bist von deinem Umfeld, von den Menschen. Und da kommst du natürlich ganz, ganz anders, ganz tief an die Themen ran, aber auch da wieder auf eine ganz leichte, fast schon automatische Art und Weise. Also wir sind zum Beispiel bei einer Adlerjägerfamilie, die wirklich mit einem echten Adler jagen. Der ist Teil der Familie. Und wir dürfen den Adler dann auch auf der Hand halten. Es ist ein faszinierendes Gefühl, so einen mächtigen Vogel auch mal wirklich zu halten. Und da geht es dann um dieses Thema, wie weit möchtest du deine Flügel ausbreiten? Wie weit möchtest du fliegen? Wie frei möchtest du fliegen? Was hält dich zurück? Weil der Adler zum Beispiel, wenn er in der Familie ist, bei den Nomaden ist, ist er angekettet. Was sind so die Fesseln, die dich festhalten? Wenn er aber zum Jagen aufbricht oder losgelassen wird, fliegt er frei. Warum kommt er zurück? Wie hoch steigt er wirklich auf? Warum fliegt er nicht einfach los? Und es das heißt nicht unbedingt, alle bitte losfliegen, kündigen, Partner verlassen, auswandern. Nein, überhaupt nicht. Aber es heißt, sich bewusst zu werden, wie geht es mir auch mit den Verpflichtungen, den Fesseln, die ich in meinem Leben habe? Kann ich da vielleicht einen Teil lösen? Kann ich sie vielleicht einfach anders wahrnehmen? Kann ich da vielleicht ein bisschen was verändern? Oder bin ich happy damit? Und wie weit kann und will ich wirklich meine Flügel ausbreiten? Und das natürlich, solche Themen mal zu behandeln, wenn ich so einen Adler auf dem Arm habe und sehe, wie der dann wirklich zum Jagen in die Luft aufsteigt. Wow, das sind Bilder, da geht es einfach in eine ganz, ganz andere Ebene. Und deswegen ist dieses wirklich einmalige Format an Coaching-Retreat-Reise in diesem Land sowas ganz Besonderes. Das klingt echt spannend, nach einer ganz anderen Sache. Ganz andere Art von Bild aufmachen. Weil ich glaube, Absolut. man kann ja auch von, keine Ahnung, man kann jetzt sich auch mit einem Flipchart in irgendein Büro setzen und da auch irgendwelche Bilder aufmachen. Aber ich glaube, das dann in echt zu sehen, in echt zu spüren, wahrzunehmen, in dieser Weite der Mongolei, das macht bestimmt was ganz anderes mit einem. Ja. Absolut, absolut. Auch wenn ich mich so erinnere an die vielen wirklich berührenden Begegnungen mit den Nomaden. Ich kann da gerne eine Geschichte mal erzählen. Da sind wir in das Winterlager von einer befreundeten Nomadenfamilie gefahren, wirklich in der absoluten Prärie. Und da stand dann auf einmal so ein Diote und daneben war so ein halber Verschlag, so ein Holzbretterverschlag. Und es war dann das Winterlager. Und ich in meiner Naivität natürlich gefragt, okay, ist es dann das, wo ihr jeden Winter seid? Und dann guckten sie mich so an und meinten, nee, nee. Dann habe ich gesagt, ja, aber ihr habt doch gerade gesagt, das ist euer Winterlager und ihr habt es gebaut. Und sie sagten, ja, aber wenn jemand anderer zuerst hinkommt, dann wohnt der halt hier im Winter. Und ich dachte mir nur so, okay, wir mit unserem Anspruchsdenken, ich habe es gebaut, deswegen ist es meins und du hast da rauszugehen. Nee. Und dann habe ich weitergefragt, habe gesagt, was macht ihr, wenn ihr mit euren Tieren, also sie halten sehr viele Ziegen, Schafe und Pferde, was macht ihr, wenn ihr im Sommer in der Wüste Gobi, wo es ja auch sehr trocken ist, wenn ihr zu einem Brunnen kommt und da ist schon eine andere Nomadenfamilie mit ihren Tieren?
Und dann guckten sie mich wieder völlig verständnislos an, so nach dem Motto, Entschuldigung, wo bitte ist deine Frage? Und ich habe dann versucht, die Frage nochmal so zu stellen, dass sie ankam, habe gesagt, naja, die andere Familie ist ja schon da und ihr kommt an, wie regelt ihr das mit dem, wer darf trinken, wer bleibt da? Und dann guckten sie mich so an und sagten, ja, aber es ist doch selbstverständlich, die, die neu kommen, dürfen trinken und die anderen gehen, weil sie haben ja schon getrunken. Und dann meine ich so, und ihr streitet nicht? Und dann lachte die alte Dame, die Emmy, lachte nur los und meinte, Sonja, streiten macht doch überhaupt keinen Sinn. Boah, und das sind echt Momente, da kannst du wirklich viel für dein Leben lernen.